Dieses wahrhaft ein besonderer Ort. Hört ihr seine Lieder? Nur ich muss gestehen, ich höre keine Lieder. Ihr hört genauer hin das Pfeifen zwischen den Stalaktiten und Stalagmiten. Ja, aber es ist, als würde der Wind die Melodien und die Gesänge von aus allen Ecken Aventuriens hierher tragen. Nun, die Winde sind umtriebig. Das kann schon sein. Das Licht. Ich glaube nicht, dass auf diesen Ort jemals so ein Licht fällt. Es ist, als wäre dieser Ort schon an einem anderen Ort gewesen. Wie meint ihr das, an einem anderen Ort gewesen? Als wäre eine andere Sonne auf diese Insel gefallen. Vielleicht die Sonne des Nordens oder des Westens oder des Ostens. Es tut mir leid, es ist schwer zu erklären. Vielleicht ist es rational überhaupt nicht zu erfassen. Nun, erforscht eure Gefühle. Ich denke, das ist der richtige Weg. Fühlt ihr denn noch die Nähe zu euren Göttern? Befinden wir uns noch auf derer? Der Wind rauscht einmal in Sulamins Ohr und du hast ein leises Gefühl von einem noch. Ich glaube, wir sind an einer Schwelle, am Übergang von einem Zustand zu etwas anderem. Es passt gut zu dem, was Baltax über dieses Ritual gesagt hat. Davon, ja. Nun, vielleicht ist es ein globulen Übergang oder ein Sphärenübergang. Macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, Abelmir. Es ist ein Übergang. Mehr müsst ihr nicht wissen. Lasst euch einfach darauf ein. Und ich Nun. verspreche euch, am Ende werdet ihr überrascht sein. Nun, es ist nicht meine Art, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Normalerweise analysiere ich so etwas eher rational, aber ich will es gern probieren. Das finde ich gut. So marschiert ihr, Händchen haltend oder aber auch nur stumm nebeneinander hergehend, den Berg entlang. Eine Stunde später. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, dürfen eine weitere Wildnislebenprobe plus 10 bzw. plus 3 machen, wie gesagt. Diejenigen, die es nicht geschafft haben. All die anderen muss ich nicht noch einmal herausfordern. Raphim hat einen besonders ekelhaften Obsidiansplitter direkt knapp am Auge vorbei bekommen und hat sich schmerzhaft in die Wange gebohrt, vorbei an deiner schuppigen Chorrüstung, zwischen dein Fleisch getrieben. Versuchst ihn jetzt mit deinen schartigen Fingern aus deiner Haut wieder herauszuholen. Der Bulldog sein Heiligtum ist hier sehr willkommen. Nun, es stellt eine gewisse Herausforderung dar. Aber wer wären wir, wenn wir eine Herausforderung einfach so weglaufen würden, nicht wahr? Ja, mögt ihr nicht Unrecht haben. Ja, meistens sind wir dumm genug, auf solche Herausforderungen zuzulaufen, anstatt wegzulaufen. Das hat nichts mit dumm zu tun, Abelmir. Wir sind auserwählt, Großes zu vollbringen. Aber wir haben es ja auch fast geschafft. Schaut mal unter uns. Das Ja. ist ja auch gar nicht mehr diese Asche. Das ist jetzt mittlerweile eher die Kiesel. Also Kieselfelder. Und da hinten ist die Hochebene. Das sieht fast aus wie ein schwarzgläserner Schlund. Naja. Vermutlich geht es dort auch irgendwo rein. Wir müssen nur erst die Hochebene erreichen. Bestimmt. Und wo finden wir die Diamanten? Ach, die liegen Nun, überall unter uns. Überall verteilt. Aber ich vielleicht finden wir habe. im Inneren noch eine Ader. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus. Auf wie hast du einen Diamanten gesehen?
Nein. Er schiebt mal so ein bisschen Kiesel von links nach rechts mit meinem Fuß. Sieht schlecht aus. Ja, und während ihr den Berg nach oben steigt, könnt ihr sehen, wie wohl 3 Kilometer neben euch es einen kleinen Ruck gibt. Irgendetwas rutscht ab und ein kleines Loch tut sich auf. Und ein großer Strom an roter, gelber Masse, die sich herausschiebt. Gestein oder Metall geschmolzen, Lava oder Magma. Was hat Boltax gesagt? Zumindest fließt ja diesen Berg zähflüssig nach unten und speit sich ins Land. Aber das ist immer so aufregend, wenn das passiert. Ja, Sumos Herzschlag. Angorschs Wunsch. Nun, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach, was würde ich jetzt für eine Schüssel tun? Ich habe nur meinen Hammer mitgenommen. Ich habe leider keine dabei. Abelmi, hast du vielleicht daran gedacht? Ich habe normalerweise keine Schüssel bei mir, nein. Aber du bist doch Alchemist, oder nicht? Hast du keine Schale der Alchemie? Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie wahrscheinlich nicht hier mitnehmen. Aber, wir müssen nochmal wiederkommen, Boltax. Auf jeden Fall. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Das ist so ein schöner Spaziergang mit dir. Das finde ich auch. Insbesondere natürlich mit dir, aber auch die ganze Umgebung hier ist fantastisch. Ja, und während ihr euch noch einmal zu dem Strom umblickt, der einige Kilometer von euch entfernt aus dem Berg gebrochen ist, da könnt ihr auch gerne wie kleine Mindergeister auf der Oberfläche des Stromes, des Flusses tanzen und ihn willkommen heißen, wie sie dort die Elemente vermischen, die neue Luft oder das neue Gestein, was dort dann mit dem Feuer eine Hochzeit eingeht. Dulamin ist recht zielstrebig dem Berg hochgestapft und bleibt jetzt aber stehen und dreht sich nach Rafim um. Schau nicht so griesgrämig. Dieser Ort wird uns schon noch willkommen heißen. Naja, ich bin doch irgendwie der Einzige, der hier Blut hustet, also verzeiht mir, dass mir das meine Stimmung, obwohl das gefällt mir eigentlich am besten hier an diesem Ort. Dulamin greift nach deiner Hand. Komm! Ihr kämpft nicht mit fairen Mitteln, das wisst ihr, ne? Aber er kann sich das Lächeln doch nicht verkneifen. Diamantes denkt an die neuen Gedichte, die er jetzt an seine Frau schreiben könnte mit diesen Eindrücken. Auch wenn das Auge der Götter, unserer Götter, vielleicht nicht so sehr auf diesem Ort ruht, es ruht doch auf uns. Und deswegen werden sie mit uns auch in diesen Feuerberg gehen. Ja, ich denke nicht, dass wir hier etwas zu befürchten haben, solange Boltax seine Feuerprüfung besteht. Apropos, eine sinnenschärfe Probe. Erst das Gehör. Schauen wir allen mal. Oder von mir? Von allen, genau, von allen. Und wir testen erst das Gehör. Falls euch da irgendwelche Vor- oder Nachteile zur Verfügung stehen. Boltax und Tsunamin können es als erstes wahrnehmen. Rauschen und flattern. Und wenn ihr in die Richtung schaut, könnt ihr erkennen, wie dort... Es sind keine Fliegen, es ist definitiv größer. Es ist auch kein Schwarm, es sind keine Vögel. Es sind große Menschenleiber, die geflügelt und flatternd auf euch zukommen von der Bergspitze. Denn das... Was kommt da, Boltax? Erinnert ihr euch, was sie gesagt haben? Was es hier gibt? Harpien. Genau. Harpien hier? Ja. Sollten wir bereit. Unsere Waffen ziehen? Nun ja, sie sind verrückt. Ja, je nachdem, wie viele es sind, schieße ich die oft aus der Luft, bevor die näher rankommen. Wartet. Aber sie leben auf diesem Berg. Das heißt, Sumo... akzeptiert sie hier. Wir können sprechen. Vielleicht sollten wir sie anhören. Also, nicht auf sie schießen. Noch nicht. Kreisende! Ihr seid in unser Reich vorgedrungen! Sie flattern um euch herum, um eure Köpfe. Es sind 3 Frauen, die... nackt, barbusig, mit ihren ledernen Schwingen um euch herum
fliegen ungefähr 4-5 Meter über euren Köpfen und ihr könnt erkennen, wie sie Steine aufgesammelt haben. Euer Reich ist Sumos Reich. Und Boltax und Angroschinia haben gewissermaßen eine Einladung. Es ist lange her, dass Reisende hier waren. Wir wollen auch unseren Spaß. Und es macht euch Spaß, uns mit Steinen zu bewerfen? Ja. Natürlich. Uns ist langweilig. Und ihr müsst uns einen Wegzoll bezahlen. Steine sind ja auch sehr schön. Moment, wartet. Ich würde ein paar Kiesel aufheben. Hier sind ein paar besonders schöne Steine. Reicht das als Wegzoll? Nein. Wir schmeißen nach euch. Lasst die Steine fallen. Wartet. Wenn ihr schon so lange hier seid, dann verstehe ich, wie langweilig euch ist. Aber wie ihr gesagt habt, wir sind Reisende und wir könnten euch viel von unseren Reisen berichten. Eure Geschichten interessieren uns nicht. Wir wollen Spaß haben. Wir stellen euch ein Rätsel. Das können wir gut. Scheiße, Boltag, lass mich bitte auf dich schießen. Nein, jetzt warte. Aber mir macht sowas immer Spaß. Lass ihm das Rätsel. Nun ja, wir werden sehen, ob wir das Rätsel lösen können. Seid ihr eher dumm oder seid ihr eher klug? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Na, dann stellen wir euch einfach alle Fragen. Das klingt fair. Also gut. Wir fangen mit einem einfachen Menschenrätsel an. Warum ist es in Al-Anfa nicht möglich, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Raphim Diamantis, das geht um eure Heimat. Also müsst ihr das Rätsel lösen. Das ist doch einfach. Was ist das denn für ein Rätsel? Ja, weil der Mann tot ist. Die Schwester seiner Witwe. Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Sie lässt einmal den Stein fallen. Das war zu einfach. Ihr seid wirklich klug. Na gut, dann überlegen wir mal. Derweil schaltet sich wohl eine der anderen Schwestern ein. Ich hab eins. Also gut, das ist gut. Der Derwisch. Ein Sultan besaß einen kostbaren Diamanten. Weil er nicht wollte, dass sich beide Söhne nach dem Tod um das Juwel stritten, ritt er mit ihnen in die Wüste. Ihr sollt um die Wette reiten. Die Oase soll dort euer Ziel sein. Derjenige, dessen Pferd als letztes dort ankommt, soll den Diamanten bekommen. Beide schwangen sich auf ihre Tiere und stürmten los, wurden dann aber immer langsamer und blieben schließlich auf halber Strecke ratlos stehen. Keiner wollte der Erste sein. Aber nach einer Weile kam ein alter Derwisch daher. Dem klagten sie ihr Leid. Der Derwisch lächelte und sprach drei Worte. Bald darauf preschten die beiden im gestreckten Galopp auf die Oase zu. Welche Worte sprach der Derwisch? Wäre das nicht ein Rätsel für euch? Nun, vielleicht. Aber der einzige Gedanke, der mir in den Sinn kam, war der sehr unschöne, dass es sehr einfach wäre zu gewinnen, indem man das Pferd des anderen tötet. Nein, ich dachte mehr so etwas wie ein Sandsturm kommt, aber naja. Wenn man das Pferd des anderen tötet, haben wir ja schon verloren. Das kann es wohl nicht sein. Dann das eigene? Aber eigentlich wollen wir die Worte des Derwisches hören. Also hier bin ich ratlos. Derjenige, dessen Pferd als letztes ankommt, soll den Diamanten bekommen. Und nach drei Worten ritten sie wieder los. Ja, ich bin zu klug für euch. Schwester, wir brauchen mehr Steine. Ja, weil sie nicht auf den eigenen Pferden saßen, bestimmt. Die Augen von der Harpie werden groß. Was hast du gesagt? Ja, sie sind, jeder Bruder saß auf dem falschen Pferd. Also ihnen beide gehörte ein Pferd. Und dann saßen sie immer auf den anderen Pferden. Okay, ein Rätsel haben wir noch. Du bist gut.
Rafim, ich bin beeindruckt. Die Worte, man tauscht die Pferde. Das ist richtig. Na gut. Ein Sultan saß mit einer goldenen Kugel in einem Boot auf einem kleinen Teich. An Bord befand sich diese goldene Kugel. Sie war sehr schwer. Und das Gewicht der Kugel drückte das Boot stark nach unten. So stark, dass der Sultan befürchtete, das Boot könnte sinken. Daher hat er beschlossen, diese schwere Last über Bord zu werfen. Wie wirkt sich denn das Versenken dieser Goldkugel auf den Wasserstand des Teiches aus? Und warum? Gar nicht. Naja, die Kugel ist ja nach wie vor da. Das, was von oben gedrückt hat, ist nun im Wasser. Oder? Sie schmeißt einen Stein. Oh! 1W6 Trefferpunkte. 5. Ja. Das sind Ausdauertrefferpunkte. Ach so, okay. Nun, nach Leonardos Prinzip der Verdrängung ist das Volumen der Kugel die Verdrängung des Wassers. Bezogen auf den Wasserstand muss man das Volumen durch die Tiefe an der Stelle teilen. Und daraus ergibt sich eine neue Höhe. Versteht ihr das? Ja, soweit ist das richtig. Und jetzt sinkt oder steigt der Meeresspiegel oder der Teichspiegel? Nun, er steigt natürlich. Sie schmeißen einen weiteren Stein. Au, ah! Was soll das? Davor war doch die Kugel im Boot. Und das Boot hat das Wasser verdrängt, Abelmir. Und das Boot hat eine größere Fläche? Deswegen ist das umgekehrt? Schlaues Mädchen. Du kriegst keinen Stein ab. Danke, das ist sehr freundlich von euch. Nächstes Mal schmeißen wir mit Goldkugeln. Manch einen Menschen würde das sicher motivieren. Also gut, wir hatten unseren Spaß. Sind noch irgendwo hinter euch andere Reisende, die wir bespeisen können oder mit anderen Rätseln versorgen können? Vielleicht kommt noch einer nach. Ich weiß nicht. Er ist noch auf dem Boot. Dann habe ich noch ein anderes. Aber wir schmeißen keine Steine, wir wollen es einfach nur so wissen. Wir haben 6 Streichhölzer. Und wir wollen 6 Streichhölzer so ordnen, dass sie 4 gleichseitige Dreiecke bilden. Wie geht das? Malt es euch gerne in den Sand. Was ist denn ein gleichseitiges Dreieck? Nun, dessen Seitenlängen gleich sind. Ich glaube, ihr wart zu schnell für mich, aber es klang so, als müsste man ein Quadrat legen und dann 2 im Inneren überkreuzen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Schwester, ein neuen Stein. Ray, ihr habt gesagt, ihr schmeißt keine Steine. Na gut, na gut. Ihr dürft noch etwas weiter rätseln, aber irgendwann schmeißen wir wieder. 6 Streichhölzer. Malt das doch einfach mal auf. Ja. Auch wenn es hier kieselig ist, aber macht das auch einfach mal. Müssen die dann alle gleich groß sein, oder? Haben wir hier irgendwo eine Fläche zum Aufmalen? Also, nimm doch einfach die Wasserfläche. Nimmst einfach Wasserfläche und da zeichnest du dann rein. Moment. Steuerung F. Ja, gut. Zeichne erstmal die Hölzer dahin. Da kann man ja nichts falsch machen. Das sind sehr schöne Hölzer. Das sind unsere 6 Hölzer. Jetzt müssen wir sie irgendwie anordnen. Und was soll dabei herauskommen? Ja, Boltax ist nicht so, wie ich das mache, richtig 4 nach außen und in der Mitte dann gekreuzt. Das hatte Zulamin doch auch schon vorgeschlagen. Ich glaube, das Problem ist, dass sie etwas davon gesagt haben, dass die Seiten gleich lang sein sollen. Und bei diesen Dreiecken sind die Seiten nicht gleich lang, oder? Vielleicht. So in die Richtung, aber ich weiß noch nicht. Ah, bin mir da unsicher. Habt ihr euch gemerkt, wie viele Dreiecke? Ja, 3. 3? Nun, das ändert natürlich einiges.
glaube, so ist das falsch. So, ich gebe euch jetzt einfach mal die Trireme, und zwar als Streichholz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Trireme, die könnt ihr als Token benutzen. Wie sieht es hiermit aus? Also das, was ich gezeichnet habe mit den roten? Ja, sind das 6 gleich lange Streichhölzer? Achso, nee, das sind nicht gleich lange. Genau, nehmt einfach mal die Trireme als Streichholz. Okay. Oh, Boltax, ein Stern, wenn ihr das zweite größer macht. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Oder werden das dann zu viele? Naja, mindestens. Ich glaube, ich habe eine Idee. Darf ich? Ja, bitte. Die Lösung liegt im Prinzip auf der Hand. Oder bei den meisten auf dem Tisch. Müssen denn alle Dreiecke gleich groß sein? 6 gleich lange Streichhölzer, 4 gleichseitige Dreiecke. Oh, nee, das sieht nicht richtig aus. Ja, verdammt, nee. Will wer es von euch probieren? Ulamin, die Idee mit dem Stern ist vielleicht gar nicht schlecht. Nun, ich kann einen Stern legen, aber dabei werden mehr als... Mehr als 4 entstehen, nämlich 6. Und in der Mitte ein Hexagramm. Ah, ich glaube, ich habe die Lösung. Das, was sie eben sagte, dass es vor allem auf dem Tisch liegt. Denk doch mal an Würfel. Ein Würfel, das welcher nicht auf der Seite, sondern auf der Spitze liegt. Meinst du das damit, Angrosmenia? Er steht schon auf der Seite. Und auf der Spitze. Du hast es fast. Oh, eine Pyramide. Sehr gut, Sulamin. Es ist kein sechsseitiger Würfel. Ah. Ein vierseitiger Würfel. Wir hätten in drei Dimensionen denken müssen. Das war unser Fehler. 6 Streichhölzer, 4 gleichseitige Dreiecke. So? Ungefähr. Ja, wenn man es sich dreidimensional vorstellt, dann sieht das gut aus. Dann haben wir an jeder der Außenfläche haben wir eine gleichseitige Pyramide, also ein Dreieck. Ein sehr schweres Rätsel, muss ich sagen. Wie gut, dass sie keine Steine hatten. Ja, sehr gut. Ja, ihr seid wirklich, wirklich intelligent. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht kommen ja in den nächsten 10 Jahren noch ein paar mehr. Da bin ich mir sicher. Wo wollt ihr eigentlich hin? Na, in den Vulkan. Ja, da wohnen böse Menschen. Die wollen nicht mit uns spielen. Na. No. Wie kannst du ihn verdenken? Böse Menschen? Ja. Ich hätte vielleicht noch Zwerge hier erwartet, aber was tun Menschen dort drinnen? Große Menschen. Ja. Kann es sein, dass die nur ein Auge haben? Ja. Und sie sind größer als ihr. Ja, das überrascht mich nicht. Auch größer als er? Ja, natürlich. Oh, dann sind sie wahrhaftig groß. Mir eure Intuition hat euch nicht getäuscht. Nun ja, dann wollen wir die nicht warten lassen, oder? Ja. Ich sag doch, diese Harpien sind verrückt. Ja, in die Richtung. Naja, da lang, wir wissen schon. Ich würde mir ja schnell vorbeigehen. Kommt, Schwestern, wir fliegen zurück.
Und so folgt ihr dem gewiesenen Weg der Harpyien. Ich würde mir gerne auf meine Stirn mit Asche, beziehungsweise mit der Restasche, die irgendwo noch an meinen Fußsohlen oder so klebt, das Zeichen von Angrosch malen. Oder von Angrosch Media am besten malen lassen. Ja, kann sie gerne tun. Und dann würde sie das auch anbieten, bei den jeweils anderen zu tun. Das Zeichen von Angrosch. Das alte Zeichen. Flamin kniet sich hin, dass Angrosch Mine ja gut an ihre Stirn kommt. Ja, danke, das ist nett. Ist das wirklich notwendig? Keine Ahnung. Ich habe noch keine Zyklopen getroffen. Dann sollten wir das doch überlassen. Ich finde, dieses Zeichen hat etwas, also. Ich will das auch auf meiner Stirn haben. Ja, dann Moment hier. Ich glaube, sie sind wirklich größer als Raphim. 4 Schritt groß? 5 Schritt? So aus den Erzählungen? Nun ja, da die Feindseligkeit wird sich durch das Zeichen doch wahrscheinlich nicht ändern. Die sind überhaupt nicht feindselig. Ich weiß nicht, wer diese Geschichten immer erzählt. Seht ihr, dann brauchen wir auch kein Zeichen. Kein Dreck auf der Stirn. Sieht ihr ja eh nicht, oder? Ne, sie haben doch ein Auge, oder nicht? Natürlich. Und sie sind sicherlich hoch erfreut, Abelmir zu sehen. Wo hast du noch gleich begonnen zu studieren, Abelmir? Ach, eine lange Zeit her. Betana. Ich habe nur von diesen Zyklopen einmal gehört, aber noch keinen gesehen. Die sind recht scheu, sagt man. Nun, sie zeigen sich den wahrhaft Angroschgläubigen. Naja, sie sind wie wir Zwerge auch sein erwähltes Volk. Ach, Angrosch hat er mehr als eins? Naja, natürlich. Er scheint mir recht großzügig mit seiner Gunst zu sein. Ja, Großzügigkeit ist dem Herrn Angrosch ein großes Vergnügen, nicht wahr, Angrosch Minia? Genau. Wollen wir los? Ich bin schon aufgeregt. Boah, ich auch. Also gut, dann kommt. Ihr dahin. Ich glaube, da kann ich sogar schon was wie einen Eingang erkennen. Nun, dann ruhig. Hoffen wir nicht, dass wir in eine Höhle voller flüssiges Feuer laufen. Macht euch keine Sorgen, das kommt erst später. Ihr klingt, als würde ich euch das freuen. Natürlich. Nun, wir werden dann sterben, ist euch schon klar? Abelmir, vertraut auf euer Bauchgefühl. Und wenn ihr darauf schon nicht vertraut, dann vertraut auf meins. Ich habe ja auch einen größeren Bauch als ihr. Nun ja, mein Bauchgefühl wird mich vor der, wie gesagt, der Lava, Magma nicht retten. Aber schauen wir einmal. Nach wenigen Metern, die ihr den Berg da oben lauft, könnt ihr dann eine Höhle erkennen. Es sieht aus, als hätte sich hier ein gewaltiger Wurm nach draußen gegraben. 6 Meter hoch und breit. Und ja, als ob sich hier etwas nach draußen geschoben hätte. Vielleicht auch ein Lavafluss, der vor langer Zeit hier geronnen ist, aber die Höhle ist gewaltig. Und die Wände im Inneren schimmern. Auch wenn hier keine Sonne hineinscheint wirklich, aber ist das Spiegelscherben oder sind das Diamanten oder Obsidian? Es ist einfach nur funkelnd. Und im Inneren erwartet euch eine tiefe, wummernde Dunkelheit. Oh, jetzt geht es unter die Erde. Ah. Ja, guck dort noch. Was schimmert dort? Wird man näher herantreten an diese Wand? Sind das die Adamanten, von denen du gesprochen hast, Boltex? Ich wollte einen davon mitnehmen, um Raschal den mitzubringen. Schaut ihn euch an. Schaut euch alles ganz genau an. Aber nehmt nur, was Sumo euch auch bereit ist zu geben. Das ist sehr vage. Wenn wir sie herausbrechen, zieht das auch als freiwillig? Das liegt in eurem Ermessen, aber ich würde sagen nein. Ich hoffe, wir treffen noch ein paar Diamanten, die hier herumliegen. Sonst lohnt sich die ganze Reise ja nicht.
Bei den ganzen Erschütterungen habt ihr ja draußen gesehen, wie da Steine rausgebrochen sind. Da wird sicherlich hier auch noch was rumliegen. Wenn Boltax sagt, wir brechen nichts aus den Wänden, dann brechen wir nichts aus den Wänden. Das wäre keine gute Idee, nein. Boltax, während du die Wände betrachtest und die anderen sich viel mehr für das Glitzern und Funkeln interessieren, da fallen dir einige Runen auf, die wesentlich interessanter aussehen. Sie haben eine entfernte Verwandtheit mit dem alten Angramm der Zwerge, aber es ist noch urtümlicher, noch älter, noch ursprünglicher, sodass nicht mal du sie erkennen kannst. Sie sehen aus ganz intuitiv wie die Ursprache von Angrosch da selbst. Das ist ja... Oha! Schaut einmal, Angroschminia, schaut! Wow, das ist nicht wahr. Wunderschön. Ich weiß. Als würde man seinen Worten selbst lauschen. Ich kann sie zwar nicht erkennen, aber sie sind so harmonisch. Man versteht, was er meint, nicht wahr? Sie berühren einen ganz tief drin. Ja, genau das. Mhm. Sie drückt deine Hand fester. Ich drücke ihre Hand genauso fest. Ah, ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, nun kommt. Wir gehen hinein. Innen erwartet uns noch viel mehr. Irgendwas ist da hinten. Da wird es wieder heller. Wow. Schreite durch die Dunkelheit und fürchte dich nicht.